Bei der abgelaufenen Tischfußball-Weltmeisterschaft hat Österreich abgeräumt und insgesamt 12 Podiumsplätze belegt. Vor allem in der Königsdisziplin. Im Teambewerb der Herren hat man abgeräumt und die USA an die Schranken gewiesen und somit auch die Goldmedaille nach Österreich zurückgeholt. Und es freut mich ganz besonders, dass zwei werte Vertreter heute auch da sind, Kevin Hundstorfer und auch Jakob Heinrichsberger. Servus. Servus. Ich würde ganz gern bei dir, Jakob, beginnen. Als Teamkapitän hast du eine gewisse Verantwortung im Vorfeld schon gehabt und die Verantwortung wurde auch noch mehr, nachdem die Trainerin ausgefallen ist. Was war der Grund, dass du einspringen musstest und wie herausfordernd war diese Doppelfunktion? Ja, also es war ein paar Tage, bevor es losgegangen ist, bevor wir die Reise nach Frankreich angetreten sind. Krankheitsgründe, also sie hat einfach nicht kommen können. Und ja, also ich bin ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen. Ich habe mich in der Kapitänsrolle, fühle ich mich eigentlich so prinzipiell einmal ganz wohl. Ich bin ein guter Stimmungsmacher, kann auch gut irgendwie was weitergeben. Aber das Ganze organisatorisch, ich hatte halt einfach gar keinen Plan und habe mich dann beim Damen-Nationalteam ein bisschen schlau gemacht, beim Coach, was ich da jetzt eigentlich alles genau zu machen habe. Und es war aber insgesamt, war es dann voll okay vor Ort. Kevin, wie hat er sich verhalten in seiner Doppelfunktion? War er anders? War er ein bisschen angespannter? Hat er sich vielleicht in manchen Situationen verloren gefühlt, wie er selber sagt, weil er nachfragen musste? Nein, ich sage, er hat eigentlich die Rolle sehr gut übernommen. Wir haben uns auch natürlich ein bisschen gegenseitig auch abgestimmt. Grundsätzlich auch noch mit dem Benjamin Wilfert, der was heute leider nicht da ist. Aber grundsätzlich hat es sehr gut funktioniert. Super, dann kommen wir mal auf die Gruppenphase zu sprechen, wo es auch so einen kleinen Stolperstein mit Kuwait gegeben hat, dafür Gastgeber Frankreich geschlagen, was vielleicht vor dem Turnier nicht zwingend zu erwarten war. Hast du schon in dieser Gruppenphase gemerkt, es geht was in diesem Turnier? Inwiefern hat euch dieser Dämpfer gegen Kuwait auch geholfen für den weiteren Turnierverlauf? Also ich glaube tatsächlich, dass das Kuwait-Spiel für uns insgesamt als Team extrem wichtig war. Wir haben da verloren, auch in der Verlängerung, glaube ich. Und unser Abschlussdoppel, also der Benjamin Wilfert und der Matthias Schöpf, haben eben nach dieser Niederlage und vielleicht auch weil dieser Niederlage danach ein einstündiges Gespräch geführt und sind da einfach ein bisschen so zusammengewachsen und ich glaube, wir haben das vielleicht insgesamt als Team einfach auch gebraucht, dass wir da jetzt eine verlieren, weil da war die Anspannung gegen Frankreich, das war das letzte Gruppenspiel, dann schon ein bisschen größer, das hat man dann auch gemerkt, da haben wir wirklich eine sehr gute Partie geliefert, also das war recht deutlich sogar für uns. Und insgesamt glaube ich, dass alle diese kleinen Sachen, die passiert sind bei dieser ganzen Weltmeisterschaft, wenn die alle nicht so laufen, wenn das nicht so passiert, wären wir vielleicht am Schluss nicht Weltmeister. Da hat einfach dann am Schluss alles zusammengepasst und auch die Niederlage gegen Kuwait, würde ich sagen, war wichtig für uns als Team. War der Dosenöffner vielleicht auch das Achtelfinalspiel, wo man auch weiß, man ist im K.O.-System, Niederlagen zählen in diesem Stadium des Turniers nicht. War das auch so ein Dosenöffner, wo ihr dann auch als Team gespürt habt, jetzt sind wir langsam in Fahrt gekommen? Ja, es ist natürlich so, auch mit der Niederlage natürlich gegen Kuwait merkt man halt, dass man einfach mit der spielerischen Leistung halt so nicht wirklich weiterkommt. Und ich glaube, das ist auch irgendwo ein Motivationsschub einfach allgemein, dass man sich mehr zusammensetzt, dass man sich mehr abstimmt gegenseitig und natürlich halt auch in Zukunft dann bessere Leistung bringt. Super, dann schauen wir uns gemeinsam noch ein wichtiges, richtungsweisendes Video an, wo auch Kevin Hundstorf eine Schlüsselrolle gespielt hat. Wir werden das Ganze auch noch kommentieren. Meine einleitenden Worte werden dann überschweifen auf euch. Ihr wart zwischenzeitlich zurück mit 20:8. Und dann, Kevin, bist du ins Spiel gekommen. Einblick in die Psychologie. Ist man da extra motiviert? Denkt sich volle Kanne, mit welcher Einstellung geht man da rein? Also im Prinzip für mich war es logisch, dass das Spiel einfach noch nicht beendet ist. Ja, es geht immerhin noch weiter, bis eben eine Mannschaft da eben 40 Punkte erreicht hat. Ich meine, der Abstand ist natürlich immens groß, ja, muss man so sagen, wie es ist. Aber grundlegend natürlich aufgeben ist einfach keine Option. Und ich habe halt auch zum Teamkollegen, zum Benjamin Wilfert eben auch gesagt, wenn ich schaffe, dass ich 10 Tore aufhole, ja, dann können wir dieses Match noch gewinnen. Und das heißt, das war halt für mich einfach meine persönliche Motivation, dass ich halt möglichst viel Rückstand einfach wieder gut mache. Jakob, wie hast du ihn miterlebt in dieser Partie? Wie beflügelt war er? War der Niederländer vielleicht auch sehr, sehr schwach in der Begegnung oder kann man die Leistung gar nicht schmälern vom Kevin, der über sich hinausgewachsen ist? Auf keinen Fall. Also ich glaube, der Niederländer hat sogar gar keine so schlechte Partie gemacht. Man sieht da auch, dass wir haben den Kevin vorher schon gepusht, also bevor das Ganze losgegangen ist, haben wir einfach angefangen, seinen Namen zu skandieren, weil wir gewusst haben, der Kevin ist einer der besten Einzelspieler auf der ganzen Welt und der kann das drehen. Das sieht man auch gleich, die Emotionen schön, wie wir, das war, nachdem er eben
das letzte Tor geschossen hat und mit einer Führung übergeben hat. Und der Kevin, das war so eine Kurve. Also ganz am Anfang, die ersten drei Bälle, hat er ein bisschen noch Anlauftemperatur gebraucht und danach ist er einfach in den Flow reingekommen und hat sich in einen Rausch gespielt. Das ist jetzt dann im Endeffekt, was man jetzt sieht, ist schon der Matchball vom letzten Doppel. Und da möchte ich auch dazu sagen, Benjamin Wilfried und Matthias Schöpf übernehmen nach dem, was der Kevin da geleistet hat und bringen das auch nach Hause. Also ich kriege Gänsehaut ein bisschen, wenn ich dann denke, weil das ist wahrscheinlich die druckvollste Situation, die ich mir vorstellen kann, dass ich nach dieser Leistung von Kevin das auch noch wirklich fertig spielen muss. Und das haben sie bravourös gemacht. Das war einfach ganz großartig. Also ja, wir haben im ersten Einzel, im ersten Doppel ein bisschen ausgelassen, aber auch das war gar nicht so unwichtig für uns, für den weiteren Turnierverlauf. Mhm. Also wie gesagt, er hat alles zusammenpasst und die Leistung von Kevin, also ich habe sowas noch nicht gesehen im Einzel. Das ist sicher das Stärkste, was ich in einem Teambewerb von einem Einzelspieler im Einzel bis jetzt gesehen habe. Also Hut ab auch vom Teamkapitän. Wie persönlich hast du dich danach gefühlt? Auf der einen Seite erleichtert, dass man das Ziel erreicht hat, aber tun einem die Gegner dann auch ein wenig leid, wenn man weiß, die waren schon 12 Punkte vorne? Oder muss man das als Profisportler auf dieser Ebene dann auch irgendwie abschalten, wenn man selber in der anderen Lage sein könnte? Nein, ich sage, so wirklich leid tun tut mir das Ganze nicht, weil ich sage, es ist einfach Wettbewerb, ja. Es ist einfach so und es gibt halt immer jemanden, der was gewinnt und verliert. Grundlegend natürlich, weil ich halt in diesem Moment kann man halt seine eigenen Leistungen nicht wirklich einsortieren. Man konzentriert sich einfach auf Spielen. Ich muss auch sagen, jetzt noch immer ist es für mich ein bisschen schwierig, das Ganze zu begreifen, ja, muss ich einfach sagen, weil es einfach immens großer Punkt halt auch war, dass wir einfach weiterkommen. Ja. Sehr gut. Dann im Halbfinale kam es zum Wiedersehen mit dem Gastgeber, den man in der Gruppenphase schon schlagen konnte. Was war für deine Begriffe, Jakob, der Schlüssel zum Erfolg gegen die Franzosen, die ja doch auch favorisiert waren, nicht aufgrund des Heimvorteils, sondern auch aufgrund der Spielstärke? Also im Vergleich zum Qualifikationsspiel, da habe ich ja schon im ersten Einzel mit einem guten Vorsprung übergeben. Das habe ich da im Halbfinale nicht machen können. Da habe ich mit 9-10 Rückstand übergeben. Und das ist eben genau das, was ich gemeint habe vorher. Im Viertelfinale hat einer unserer Spieler wirklich die haben nur 3 Tore geschossen und der war einfach nachher fertig. Der hat überlegt, ob er ausgewechselt werden will. Der wollte nicht weiterspielen. Und wir haben ihn als Team wirklich aufgebaut. Wir haben dann uns nach der Partie, nach dieser Holland-Partie, alle Zeit genommen und haben ihn dazu gebracht, haben ihm gesagt, wir stehen komplett hinter ihm. Und in dieser Frankreich-Partie war dieses Doppel, genau dieses Doppel, halt extrem entscheidend. Also ich habe mit 9-10 übergeben und die haben einen großen Vorsprung schon im zweiten Doppel rausgeholt. Ich habe wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also der hat dann einfach sowohl im Halbfinale als auch im Finale ultra performt. Also es war wirklich, der hat extrem gut gespielt, sein Doppelpartner auch. Aber bei ihm war es halt so besonders, weil wir ihn halt da einfach reingeholt haben. Und das meine ich, da ist einfach viel zusammengekommen und das hat dann einfach gepasst. Also es war im Endeffekt auch deutlich am Schluss gegen Frankreich. Es war 40-30, also 10 Tore vor gegen Frankreich. Die haben einen sehr schweren Tisch mit dem Bonzini. Schwierig, ist echt schwierig. War auf jeden Fall nicht so aufgelegt, wie es vielleicht im Nachhinein am Papier auch aussieht. Kevin, wie war vielleicht auch die Nacht vor dem Finale? Wie hat sich die Mannschaft verhalten? Habt ihr irgendwas Spezielles unternommen, um vielleicht nochmal mehr zusammenzurücken? Hat sich jeder mit sich selbst beschäftigt? Wie bereitet man sich auf so ein großes Finale vor? Ja, wir haben halt nach dem Spiel erstens mal nach Holland halt das Ganze mal ein bisschen gefeiert, ja, so wie sich das halt gehört. Ja. Kann ein Tischfußballer einfach feiern, wie er will, oder muss man da auch ein bisschen auf die Ernährung schauen, damit die Konzentration vielleicht auch nicht darunter leidet? Es gab schon Vorgaben, also doch gar nicht jetzt so von mir als Kapitän oder Coach, sondern die Spieler haben sich das einfach selber quasi auferlegt, was halt auch in Wirklichkeit ein Traum ist, wenn die Spieler das selber machen. Also ich glaube, wahrscheinlich hätten wir am liebsten alle 5-6 Bier getrunken und das eine Bier war okay und halbwegs früh ins Bett war halt auch wichtig, weil wir haben gewusst, der Job ist noch nicht fertig. Also am nächsten Tag war halt noch das Halbfinale und das Finale, das war beides am Sonntag und wir haben gewusst, wir wollen da noch weiter und jeder hat sich von sich aus dran gehalten, also das war ohne verbale Kommunikation, das war einfach so. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal zu dem, was ich vorher angesprochen habe, Vorbereitung auf dieses große Finale. Was passiert auch am Tag selbst, bis das erste Spiel losgeht? Also die Geschichte war mal zuerst, dass wir eben mit unseren Kollegen gesprochen haben, die was halt in der Holland-Partie nicht so gut abgeschnitten haben, ja, dass wir die mal wieder mal aufgebaut haben und mit denen halt auch einfach gut zugesprochen haben, ja, dass sie auch wirklich mental und kopflich halt eben auch für die Partie gegen Frankreich auch wirklich einsatzbereit sind. Ja, das war halt auch, ich verstehe es natürlich auch, es gibt immer wieder mal Rückschläge, aber man muss sich halt auch von diesen Rückschlägen einfach erholen. Ja. Und grundlegend haben wir halt dann auch über die Aufstellung gesprochen, der Jakob und ich, und einfach halt, dass wir halt auch die Motivation im Team einfach weiter erhöhen. Ja. Die war jetzt eh schon ziemlich hoch dann nach Holland, aber halt trotzdem noch weiter motiviert sind für das ganze Turnier.
Jakob und Kevin, wir schauen uns gemeinsam auch noch einen Zusammenschnitt von einem Finalspiel gegen die USA an, wo wir sehen, dass ihr eigentlich auch zumindest am Ende wenig Probleme hattet. Ich glaube 40 zu 34 war dann das genau. Endergebnis. Vielleicht auch ein Einblick, war es eine Berg- und Talfahrt oder durchgehend eine souveräne Leistung von Österreich? Also man sieht da, glaube ich, an den Bildern recht gut, dass die Intensität bei allen recht hoch war, auch vor der Partie, und dass wir da schon eine ziemlich geschlossene Einheit waren. Und es war eigentlich bis zum letzten Doppel sehr ausgeglichen. Wir haben halt den Riesenvorteil, dass im letzten Doppel mit Benjamin Wilford ein Spieler steht, der auf dem amerikanischen Tisch schon Erfolge in den USA gefeiert hat. Das heißt, wir haben da einen stehen gehabt, der hat quasi zwei Heimtische gehabt. Und mit Matthias Schöpf, einen der besten Verteidiger der Welt, der einfach den amerikanischen Stürmer, da sieht man den Kevin jubeln, das war gegen einen der besten Einzelspieler der Welt, den Tony Spaderman, das war auch nochmal eine Energieleistung von ihm, weil da war er eigentlich schon hinten. Und da sieht man eben den Matthias Schöpf, schießt da ein Tor, und ich glaube, es kommt dann noch der Matchball von Benny. Also das letzte Doppel hat es da ganz klar ausgemacht. Genau, weil es war ein Tore-Vorsprung, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe, wo du übergeben hast bei 30 zu 29, und letztendlich haben es Matthias Schöpf und Benjamin Wilford dann geschafft, das sicher in den Hafen zu bringen. Einblick in die ersten ein, zwei Minuten, nachdem dieser Titel eingefahren wurde, realisiert man das relativ schnell? Ist so diese berühmt-berüchtigte Journalistenfrage, oder schießt das dann ein paar Tage später erst ein? Beide vielleicht. Kevin beginnt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es bis jetzt noch nicht abgeschlossen, aber ich habe mir auch einfach wirklich mit der ganzen Materie und mit dem, was halt einfach auch passiert ist bei dieser Weltmeisterschaft, auch selber einfach noch nicht damit auseinandergesetzt, ja, weil es einfach so viele Emotionen war, dass ich momentan noch nicht wirklich weiß, wo ich anfangen soll. Ja. Aber ich glaube, es dauert einfach seine gewisse Zeit, und bis man das wirklich einfach selber auch realisiert, was man da überhaupt geleistet hat. Ja. Sehr gut. Wie ordnest du diesen Erfolg ein? Ist das was, worauf ganz Österreich auf jeden Fall stolz sein kann? Auf jeden Fall. Also das war so nicht zu erwarten. Wir waren vielleicht ein kleiner Geheimfavorit, aber sicher nicht Turnierfavorit. Und ich glaube schon, ich weiß, dass ich direkt nach dem Erfolg war ich wahrscheinlich so sprachlos positiv sprachlos wie nicht oft in meinem Leben. Also da sitzt man dann schon da, man freut sich, man will auch reden, man will auch gerne jubeln, erzählen, aber es ist so surreal, und das ist auch bis jetzt so, dass wenn ich dran denke, dann natürlich ist der Grinser im Gesicht, aber so ganz gefasst habe ich es nicht. Und beim Kevin ist es ja noch einmal eine Stufe stärker, weil wir haben da am Tisch noch liegen eine bronzene und zwei Silbermedaillen, also der hat ja bei dieser Weltmeisterschaft nicht nur fürs Team performt, sondern gibt es ja auch Individualbewerbe, und da holt er noch zweimal Silber und noch einmal Bronze und dann das Gold mit dem Team, was ja die Königsdisziplin und das Größte ist. Also ich verstehe schon, dass er da noch ein bisschen sprachloser ist als ich. Das glaube ich, Kevin. Das kann sich durchaus sehen lassen. Noch zwei Silberne und eine Bronzene dazu. Auf jeden Fall mit vier Medaillen wieder abgereist. Eine kleine Geschichte hat mir der Jakob im Vorfeld noch gesteckt. Du hast darunter jetzt ein normales T-Shirt an, weil du beide mehr oder weniger verbraten hast. Eins wurde gespendet, das andere hast du mit wem getauscht? Genau, das eine habe ich einer Charity-Abteilung eben gespendet mit den ganzen Unterschriften vom Kollegen, und das andere war eben auch eine Spielerin, die was einfach auch das T-Shirt haben wollte von mir, und ich habe halt gesagt, ja, ist in Ordnung für mich, können wir gerne machen. Ich habe im Gegenzug dafür ein anderes bekommen, aber das habe ich halt auch wieder hergespendet. Sehr gut. Ich kann dazu sagen, also wir finanzieren das ja im Moment alles selbst. Also wir finanzieren die Kleidung selbst. Es ist zwar schon nachbestellt. Also wenn sich jemand da aufgefordert fühlt, das österreichische Nationalteam sucht gerne Sponsoren. Aber das dauert einfach ein bisschen, bis wir die T-Shirts dann nachkriegen. Sehr gut. Kevin, von dir müssen wir uns jetzt verabschieden, denn es wird Platz getauscht, denn auch ein U16-Junior wird natürlich noch gefeiert mit Ludwig Ansch. Jakob bleibt noch zur Unterstützung da. Wir geben Ihnen eine ganz kurze Werbepause und kümmern uns dann auch um die weiteren Erfolge aus rot-weiß-roter Sicht. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Sporttalks mit den Tischfußballern, die vor wenigen Wochen absolut abgeräumt haben, und das nicht nur auf Erwachsenenebene, denn Jakob Heinrichsberger ist nach wie vor da, sondern auch auf Juniorenebene, und Ludwig Ansch ist stellvertretender. Servus. Servus. Bist du mit zarten 14 Jahren ein Doppel-Weltmeister? Zweimal Gold geholt, einmal im Doppel, einmal im Klassik-Doppel. Wie fühlt sich das an, wenn du das hörst? Also es fühlt sich surreal an. Ich habe es auch erst richtig realisiert, wie wir dann zu Hause waren und jeder gratuliert einem. Dort habe ich es noch gar nicht so gefühlt dann. Jetzt hat man mit den Herren vorher gesprochen, die so diesen Turnierverlauf ein bisschen wiedergegeben haben. Wie war das auf eurer Seite? War es ständig eine Steigerung? War es eine gleichbleibende Leistung? Habt ihr ein bisschen Glück auch gehabt? Also bei uns war auf jeden Fall das Klassik der stärkere Bewerb, weil von den Regeln her haben wir auf jeden Fall den Vorteil gehabt im Klassik. Und ich glaube, wir haben den ganzen Turnierverlauf keinen Satz verloren.
Das heißt, da waren wir eigentlich schon stark dabei. Im normalen Doppel haben wir auch ein paar Rückschläge gehabt, aber eigentlich haben wir konstant unsere Leistung gebracht. Stefan Burmittler ist der Partner an deiner Seite. Wie lange gibt es euch schon als Duo? Wie zeichnet sich vielleicht auch die Zusammenarbeit zwischen euch aus? Also wir sind tatsächlich seit dem Kindergarten immer Freunde gewesen und ich bin auch durch den Stefan zum Tischfußball gekommen und seitdem spielen wir immer miteinander eigentlich. Ludwig, ich würde vorschlagen, wir schauen uns auch einen Zusammenschnitt von deinem Finalspiel gemeinsam an, wo man auch ein bisschen Einblick bekommt, wie das Ganze zugegangen ist. So vom Ambiente her, ist das was du schon kennengelernt hast oder war das komplett neu für dich? Ja, ich war 2019 auch bei der Weltmeisterschaft in Spanien schon dabei. Also so in der Finalarena, das Gefühl kannte ich schon. Aber es ist natürlich trotzdem noch immer sehr aufregend. Mhm. Ab wann hast du gewusst im Finale, jetzt haben wir die Deutschen? In diesem Finale habe ich zu keinem Zeitpunkt gewusst. Also es war ja schon sehr knapp. Und die letzten zwei Schüsse vom Stefan sind auch dann eigentlich eher unerwartet so gut reingegangen. Also eigentlich zu keinem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass wir es jetzt gewonnen haben. Jakob, auch von dir, vom Team-Captain, ein Stichwort an die U16. Wie gut haben sie sich präsentiert? Gut, der Titel zeigt eh schon, dass das Maximum erreicht wurde, aber sind das souveräne Leistungen, die auch darauf hindeuten, dass der Ludwig und der Stefan später mal euch vertreten? Auf jeden Fall. Also das ist unsere Zukunft, das ist die Zukunft von Österreich. Man sieht ja auch das klassische österreichische Spiel, also die letzten beiden Tore vom Stefan, diese Tore, die von hinten geschossen werden, in dem Ausmaß können das fast nur die Österreicher. Kevin ist auch ein super Beispiel dafür. Also das wird weitergetragen und der Stefan ist da schon ein ganz Großer, der das super macht. Der Ludwig, da haben wir gesehen, das erste Tor hat er gleich geschossen von hinten. Also wir haben insgesamt viele Tore geschossen von der Zweierreihe und dafür sind die Österreicher halt auch bekannt. Generell glaube ich, dass sie wahrscheinlich sogar noch besser sein werden als wir, weil sie einfach extrem früh angefangen haben, in dieser Billachtaler Nachwuchsschmiede extrem früh, extrem gut ausgebildet werden und auch sehr früh die Turniererfahrung ersammeln. Also wie gesagt, der ist 14 Jahre alt und war vor 2 Jahren in Murcia auch schon dabei. Wenn ich an mich denke, bei mir hat das mit 18 angefangen, also relativ spät. Ich meine, ich habe tatsächlich auch im Billachtal einen Riesenschritt gemacht. Das ist aber 2008, das ist schon lang her und da war ich auch schon viel älter. Ich glaube, dass da, wenn sie dabei bleiben beim Tischfußball, kommt da eine super Generation an Tischfußballern auf uns zu. Das freut uns auf jeden Fall. Mir ist beim Video als nicht professionell anerkannter Lippenleser aufgefallen, wie ihr einen Punkt gemacht habt, da ist in Richtung Teamkollege das Wort Viech, glaube ich, rausgerutscht. Ist das sowas, ja, mit dem man sich immer wieder gegenseitig pusht? Ja, wir pushen uns natürlich gegenseitig und feuern uns an, um die Motivation oben zu halten. Also das ist auf jeden Fall das Wort gewesen. Ja, das ist auch seit mehr als 10 Jahren schon ein anerkannter Tischfußballausdruck in Österreich, wenn da ein gutes Tor fällt. Also da sind sie nicht die einzigen. Viech sagt der Österreicher ganz gern bei einem schönen Tor zu seinem Partner. Absolut nachvollziehbar. Auch im Teambewerb hat es sehr gut ausgesehen, weil ja 13-Jährige teilweise mitgespielt haben, wo 16-Jährige eigentlich konkurrieren. Wie ist diese Leistung anzusehen? Es sind nicht nur 16-Jährige, also es ist tatsächlich so, dass im Teambewerb der Deckel 19 Jahre ist. Und ich glaube, Ludwig, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es war nur der Markus Engel, älter als U16, bei euch im Team. Der ist auch extra dafür angereist. Und ansonsten haben wir die 13 und 16, also die U13-Spieler und die U16-Spieler ins Rennen geschickt und haben den späteren Champion Deutschland so knapp an der Niederlage gehabt im Halbfinale und die haben Bronze geholt. Also das kann man nicht hoch genug anrechnen, wenn die Junioren mit U13 und U16-Spielern in einem U19-Bewerb Dritter wären und gegen den späteren Champion. Wie ist es ausgegangen, das Halbfinale gegen Deutschland? Ich glaube, 2 Tore, oder? Ja, 40-38. Genau, 40-38 und wir waren vom letzten Doppel, glaube ich, sogar vorn. Also wir haben die richtig geärgert und deswegen glaube ich auch, also die dürfen wir alle noch U19 ewig lang spielen. Also da kommt noch was. Ludwig, zum Abschluss, ganz wenig Zeit haben wir noch. Wenn du jetzt quasi mit deinem Doppelpartner gegen 2 Erwachsene, sprich Kevin und Jakob, spielst, ist das schon ein Duell auf Augenhöhe oder muss man ein bisschen üben, bis man dorthin kommt? Ich glaube, gegen Kevin und Jakob, das sind jetzt auch nicht irgendwelche Spieler da vielleicht geht es noch nicht so auf Augenhöhe, aber wir können auf jeden Fall gegen erwachsene Teams auch gewinnen. Sehr gut, wir wünschen auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Danke für den Besuch, Ludwig. Besten Dank, Jakob, und gratuliere nochmal an das gesamte Rot-Weiß-Rote Team. Ich würde mich auch ganz gerne bedanken. Die Videoaufnahmen sind von Fuß-TV, einem YouTube-Kanal, zur Verfügung gestellt worden. Wirklich danke dafür. Die haben das auch ganz großartig gemacht bei dem World Cup. Und danke vielmals, dass wir hier sein durften. Wir danken auf jeden Fall auch nochmal und an Sie, liebe Zuseher, bedeutet es auf jeden Fall wieder bald einschalten. In Kürze gibt es auch einen Sporttalk mit dem bereits zurückgetretenen Martin Hinteregger, der sich aus dem Profifußball verabschiedet hat. Am Montagnachmittag bekommen Sie dann einen Einblick, wie sein erstes Heimspiel des SV Sirnitz verlaufen ist gegen St. Veit an der Glan. Bis bald.